Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Letzter Clankrieg. Boah, gerade noch mal so gut gegangen. Ihr habt das ja verfolgt. Das war diese gespenstisch gruselige Folge und wir haben den Clankrieg doch noch gewonnen, haben also alles kompensieren können. Auch unsere Angriffe, die wir nicht machen konnten, weil wir ja dort zwei Leute entlassen haben, beziehungsweise zwei Chars. Beim Gegner waren zwar auch einige raus, aber wir können hier noch mal reingucken. Die unteren hätten sowieso nichts geholt bei uns. So muss man es einfach sagen, weil das waren alles Low-Rad-Häuser hier. Und die einzigen, die hier noch hätten was holen können, wäre jetzt der Elver hier, der ausgestiegen ist. Und hier unten, ich glaube, das ist ein Rathaus 10, der hätte auch noch was holen können. Aber wir haben dann doch alles nochmal in die Waagschale hier gelegt und haben hier dann doch im 10er-Bereich nochmal gedreiert und auch im 11er-Bereich hier stabile Angriffe hingelegt. Und einiges haben wir ja noch nicht gesehen. Das will ich euch an der Stelle nicht vorenthalten. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich hier nochmal den Einstieg finde. Ich finde hier heute den Einstieg bei der Nummer 12. Der Angriff hier vom Mo, ein Rathaus 11 auf 10. Also so sah das hier aus. Ihr habt, wenn ihr die Folge gesehen habt, vorgestern gruseliger CK, dann habt ihr ja gesehen, dass wir unten drei Low-Rathäuser hatten. Also 7er, 6er glaube ich und ein 8er oder sowas. Und danach fing es dann schon mit Rathaus 10 an, also kein einziges 9er hier. Und deswegen hatten unsere 9er natürlich an der Stelle wenig Angriffe, also sie konnten so ein bisschen was locken. Aber wir werden auch sehen, auch unsere 9er überraschen uns immer mal wieder. Und wir gucken mal, wie hier beim Mojo alles gelaufen ist von 3 auf 12. Also schon, ja, eigentlich schon recht dominant. Und wenn ihr unten die Truppen seht mit den Walküren, dann sind die sicherlich für die Mitte. Mal gucken, irgendwo lief hier, glaube ich, die Queen irgendwie so komisch. Habe ich in dem CK mitgekriegt. Ja, die Queen läuft jetzt nicht mehr mit der Masse mit. Die Queen jetzt ganz alleine da. Macht jetzt die Clanburg-Truppen. So ein paar Brawler sind noch dabei und gehen auf die Skelette mit drauf. Und machen jetzt auch die Hexe mit weg. Aber jetzt ist dieses kleine Trüppchen hier auf sich alleine gestellt. Und oben geht die Masse. Und wird die ganze Zeit hier vor allen Dingen von dem Babydrachen verfolgt. Das war natürlich suboptimal an der Stelle, aber letztendlich musste er ja 180 Grad clearen. Und die hat er jetzt gleich schon. Also jetzt kommen die Walküren schon rein und die gehen mit den Hockreitern schnurstracks in die Mitte. Und guck mal, wie viel Zauber hier noch da sind, um das jetzt zu bewerkstelligen. Also schön hinten den Freeze gesetzt auf den Inferno Jump hinten, damit die komplett raus und rüber springen können. Also nicht nur die Hockreiter in Jump, super, sondern auch die Walküren, und die geben dieser Base hier jetzt mal kurzerhand den Rest. Also da macht der Babydrache denn auch nichts, jetzt ist er sowieso Geschichte. Der schafft jetzt zwar noch die Walküren, aber die Queen hier beißt sich jetzt bis zum Ende durch, aber auch hier gleich wieder am Ende. Was geht manchmal mit der Queen? Also ich weiß es auch nicht, aber jetzt ist sie ja außerhalb der Mauer, sage ich mal, oder außerhalb des Rings. Und jetzt guckt mal die Kanone, wo die steht und was die Queen gleich macht. Die geht durch eine Mauer. Warum geht die jetzt durch eine Mauer? Das ist doch nicht normal. Oh Mann, ey. Ja, das sind dann natürlich auch noch so kleine Aufreger hier im CK. Also, weißt du nicht, was dann manchmal in den Köpfen drin steckt. Und ich muss mal eben schauen. Ja, wir nehmen hier den von Arthur rein. Die Base hier habe ich mit 2 Sternen schon mal vorbelegt gehabt. Also da waren wir eigentlich schon im sicheren Gewinnerbereich. Und der Arthur hat hier nochmal einen draufgelegt mit den Minern. Ich habe das dann auch Untertagepower genannt hier, denn die sind schon dominant auf Level 5 und vor allen Dingen hier gegen so einen Rathaus 10er mit starker Queen, starken Warden, also Max Out hier, ist der Arthur ja nun schon sehr, sehr lange. Trainiert ja im True Warriors 2 Clan schon den nächsten Char mit hoch, nämlich den Prince Arthur. Ja, mal gucken, ob noch eine Princess Arthur kommt oder sowas. Wäre ja mal ganz witzig. Aber hier mit dem Kill Squad kommt er schon mal richtig, richtig, richtig weit hier.
Und dann kommen gleich auch die Miner. Da muss ich ja wieder ein bisschen reinspulen. Sonst sehen wir die Buddler ja so schlecht. Aber Clanburg schon mal erledigt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das alles an der Clanburg war. Ich kann mich erinnern, dass da noch ein Loon drin war oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Müssen wir mal gucken, was da noch rauskommt. Aber hier oben kommen jetzt schon die Tunnelgräber. Da sind sie, Max Miner. Und jetzt geht das mit Heal hier durch die Base durch, weil die Infernos natürlich nicht alle Miner mit aufs Korn nehmen können. Die können 5 Ziele, glaube ich, nehmen. Und hier kommt natürlich immer eine totale Masse angerast. Jetzt erstmal in den Core hier dieser Base hier. Zweite Inferno ist noch am Leben. Ja, da wird es nochmal so ein bisschen enge, ein bisschen knapp. Hat man erst gedacht, dass das jetzt total knapp wird hier. Aber wir sehen eigentlich am Ende, dass es dann doch noch ein dominanter Sieg war hier. Jetzt haben wir hier zwar in der Mitte schon so ein paar Buddler, die an dem Inferno sind, aber der brät jetzt ganz gut weg und die gehen jetzt leider erst auf die Magiertürme. Und kassieren da viel Flächenschaden jetzt nochmal durch den Bombenturm und machen jetzt das Lager. Oh, werden jetzt immer noch gebrutzelt und noch eine Riesenbombe genau vor dem Inferno-Turm. Aber hier sieht man jetzt doch schon, boah, da sind noch immer noch so viele Miner hier am Leben und noch eine Bombe, also Doppelbombe hier. Aber dann war es das auch. Jetzt sind die Heilungen noch für den Fähiger und schönes Ding hier. Aber die Base war auch, ja, ich denke mal auch für uns Zehner war die Base ja nicht relativ einfach, aber sie war doch relativ einfach zu 2 Sternen. So, dann haben wir hier den Bärwolf. Der Bärwolf hier wusste gar nicht, was er hier noch so machen soll, denn er ist ein RH9 und hat sich gedacht, ja, ich nehme mal Hexen, ein bisschen Golem und ein paar Heiler. Und ja, ich habe erst gedacht, oh, da kommt er jetzt so total blöde durch die Base durch. Keine Mauerbrecher dabei. Ja, ich meine, wenigstens 2, 3 könnte man dann ja wenigstens einpacken, dass man die Mauer schon ein bisschen vorkratzt. Aber hier habe ich eigentlich gedacht schon, ja, das kann ja nichts mehr werden. Ja, die stehen da vor der Mauer und kommen da nicht durch. Ne? Queen, King, ich meine, die können jetzt auch nicht zu den Seiten raus, weil da ist nichts. Das heißt, sie können dann eigentlich nur alle durch die Mauer durch. Und das schafft er hier auch an der Stelle. Jetzt kommt die Clanburg, 2 Babydrachen, Hexe und Bogenschütze, glaube ich, oder Barbar, weiß ich gar nicht mehr genau. Und jetzt kommt er hier doch richtig gut in den Chor rein hier. Ich sage mal Chor, also in das Zentrum, in das Herz dieser Base hier. Und beißt sich jetzt immer weiter durch hier mit dem Bowler noch. Kriegt hier jetzt zwar schon fiesen Beschuss von den Infernos, aber ist hier jetzt schon in der Mitte. 47% haben wir bis hierhin. Ja, und die Queen kriegt jetzt nur Beschuss von dem Multi-Inferno, also auf 27 hält die dann ja schon ein bisschen was ab. Und ja, 50%. Wunderbar hier. Super gemacht, Bärwolf. Also Hut ab hier. Starker Angriff, RH9 auf RH10, finde ich zumindest. Und am Ende auch, das kommt noch dazu, mit respektablen vielen, vielen Prozenten. Also hier haben wir dann auch gesagt, da muss keiner mehr ran hier von den Elvern. Denn wir hatten dann am Ende noch ziemlich viele Elver-Angriffe über. Und da haben wir aber gesagt, die 2 Sterne lassen wir hier drauf. Das reicht an der Stelle vollkommen. Und also ich fand es echt nur super. Und auch der Bärwolf war natürlich ein bisschen verdutzt. Hätte auch selber nicht gedacht, dass das so klappen kann. Aber dadurch, dass sie ja tatsächlich schlecht durch die Mauer kam, haben die natürlich schon, glaube ich, ziemlich stark vorgefunnelt vor der Clanburg, die wir hier sehen. Und so konnten die natürlich nur noch in die Richtung gehen. Also richtig starkes Ding hier vom Bärwolf, jetzt werden hier noch die allerletzten Prozente rausgekitzelt. Na, wird das noch was mit der Hexe? Voll unter Heilung. Da hat auch so ein Bogenschützenturm keine Chance. Aber 69%, starkes Ding hier von Bärwolf auf die Nummer 8. So, hier oben sind wir im 2-sternigen Bereich. Das ist aber auch nicht schlimm. Oh, so knappe Dinger hier. Vor allen Dingen, wir gucken uns den Angriff vom Clanero an. Clanero ist neu bei uns im Clan seit 1, 2, 3 Wochen. So genau weiß ich es gar nicht. Und ich hätte fast gesagt, ist unser Quotenschweizer hier. Also ist aber, glaube ich, arabischer Abstammung, so wie ich das mitgekriegt habe. Hat seinen Wohnort und Standort aber in der Schweiz und kann auch, glaube ich, Schweizerdeutsch. Genau weiß ich es aber nicht. So ein bisschen
sieht man das im Chat, aber er hat das mal ganz am Anfang geschrieben, dass wenn er mal ein bisschen komisch schreibt, dann liegt das einfach daran, dass auch manchmal die Autokorrektur bei ihm ganz, ganz komisch reinhaut. Und wir verstehen aber, was er von uns will und was er meint, aber er ist echt ein starker Angreifer, das haben wir schon in den Probefiles und in den geteilten Files von ihm gesehen und hat auch sehr, sehr spät angegriffen. Ich glaube, das lag an seiner Arbeit. Ich meine, er ist ein Nachtschichtler im Moment oder so und ist dann natürlich am Tage sich am Erholen und am Pennen. Und aber schöner, starker Angriff hier. Man hat zu Anfang auch nicht gedacht, ah, das könnte noch was werden. Das war nämlich auch hier eine ganz, ganz enge Kiste. Und der Queen Walk geht ja auch fürchterlich lange. Also da, auch da habe ich gedacht, man, jetzt musst du mal langsam, nämlich jetzt so 2 Minuten, hatte ich ja mal gesagt, brauchst du eigentlich immer so für den Rest von so einer Base, wenn du einen Queen Walk machst, je nachdem, wie viel schon mit der Queen geschafft hat. Und er hat, nimmt hier ja nicht eine einzige Fremdtruppe, sondern wirklich im Moment noch Only Queen hier. Und hat hier jetzt zwar hinten die Mauer aufgemacht, aber hier hinten ist leider die Queen dann nicht mehr zurückgegangen. Die geht dann einfach weiter nach vorne, sodass er hier jetzt sein Funnel weiterbaut. Aber Queen immer noch stabil und jetzt kommt der Funnel mit Bowler und ein paar Hexen. Das habe ich jetzt auch öfter beobachtet im RH11-Bereich, Hexen und Bowler hier als Funnel zu nutzen und nicht als volle Squad, denn er hat noch 6 Valkyren dabei. Und ja, da hat er erst ein bisschen Pech, das sehen wir gleich. Ich gehe mal ein bisschen größer rein, dann sehen wir das mal ein bisschen genauer gleich. Denn die Valkyren gehen erst suboptimal, so nenne ich das ja mal ganz gerne. Also sie gehen erst einen ganz komischen Weg, aber da hat er irgendwie doch Muzzle. Also jetzt setzt er hier oben gleich, ich glaube hier ist das, wo die Clanbuben in etwa rausgesetzt wurde, da. Da laufen die natürlich jetzt außen rum und hier die Bowler in der Mitte, ah, das ist zu wenig. Das ist zu wenig und hier an der Stelle haben sicherlich alle gedacht, ah schade, das bleibt einsternig hier. Aber die Valkyren gehen jetzt doch nochmal in Richtung Mitte, denn das andere, die anderen Truppen, also er hat sich überhaupt nicht beirren lassen, machen jetzt noch weit genug frei, sodass die Valkyren hier doch nochmal Richtung Mitte der Base gehen und jetzt Adler die paar Skelett fallen und jetzt geht es doch noch hier rein, mittig in die Base rein mit den Valkyren, die schroten ja alles zusammen und Queen ist in der Mitte unter Heilung, also besser kann es ja dann, kann es an der Stelle fast nicht laufen, denn ja, eigentlich war das ein sicher geglaubter Einsterner, der dann doch noch zum Zweisterner wurde, also richtig krass hier und dann auch am Ende die Prozente, also starker Angreifer hier, auch der zweite Angriff von Clanero war wirklich, wirklich stark. Schön RH11 hier dazu gewonnen und hat mich an der Stelle auch echt gefreut, dass wir so einen stabilen Member hier reinbekommen haben, dem es hier glaube ich auch gefällt. Und hier sehen wir den Swash. Swash ist jetzt RH11, hier war noch RH10, also Glückwunsch an den Swash, dass du dein Rathaus fertig hast auf RA11, er hat jetzt auch schon Warden, hat auch eine Adler-Diff, also er spielt vollwertigen RA11, kein 10-Halber oder so, sondern hat sich gleich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, er hat ja einen 10-Halber oder 9-Halber, 10er und ja, da weiß ich auch nicht, ob er da nicht mal ein bisschen weiter geht, denn dafür haben wir hier zu wenig im Plan, dass wir das hier durchziehen können und das, was er hier eigentlich vorhatte mit dem Queen Walk, ist Prozente machen. Einfach nur Prozente scheffeln hier. Denn ihr seht das hier, das Rathaus ist relativ weit außen. Und er hat 8 Drachen dabei, einen Babydrachen, ein paar Magier noch, 2 Bogenschützen und eine ganze Menge an Zauber und wollte hier unten einfach nur Prozente scheffeln. Mehr nicht. Für nichts anderes ist die Queen hier jetzt da, also nicht Clanburg locken, Adler kaputt machen oder so. Klar, wenn du hinkommst, aber kommst ja niemals hin. Und hier nochmal schön durchgezogen mit dem Wut. Und kriegt er einen Adler doch? Oh, ich glaube, er kriegt die Adler-Diff doch. Ah, nee, schade. Die Queen geht jetzt da weiter und kriegt jetzt heftig Feuer. Eieieiei. Aber sie ist noch in Heilung. Adler nicht ganz geschafft. Ist aber an der Stelle nicht so schlimm. Denn bis hierhin waren schon, seht ihr selber, 33% und
eine Minute noch Zeit, aber auf dem Dreier ist man dann als RH10er sowieso nicht aus hier, sondern hier sollten stabile 2 drauf, damit nämlich der Elfer hier an unserer Stelle, also unser Dreier, letztendlich ein bisschen weiter unten auf die 10er eher einen Dreier versucht. Jetzt kommt er hier oben mit den Drachen rein. Gut, die Adler-Dev schießen jetzt natürlich sofort auf die Drachen, aber er hat jetzt noch einen Wutzauber, den haut er hier auch sofort auf die ersten Gebäude raus, denn die sind ziemlich stark gewesen, die ersten Gebäude dort, und hat jetzt noch einen Fries. Und ich meine, okay, er nimmt den Inferno lieber anstelle des Adlers. Der Adler ist auch viel zu weit erreichbar und macht jetzt auch nicht so den Mörderschaden auf die 5er Drachen hier. Und jetzt fällt auch das Rathaus, also hier ist ja schon weit über 50%. Super gemacht hier, denke ich mal. So kann es gehen. Ich habe ja so einen ähnlichen Angriff vor 2 Wochen mal hingelegt. Und hier, wie gesagt, Queen Walk nur für viele, viele Prozente, weil du in etwa weißt, ja, das Rathaus fällt in jedem Fall. Und mit 67 passte das hier. Absolut top. Super Angriff hier von Swash. Ja, so haben wir das Kind hier eigentlich geschaukelt. Auch hier im oberen Bereich brannte hier nicht mehr allzu viel an, also Gara noch mit einem unglücklichen 1 Stern hier, also der ist unglücklich, und der King hier mit knappen 50%, war das hier nochmal ein schöner CK, Ausgang vor allen Dingen natürlich für uns, 36, 32, also alles grün, nächster CK ist auch schon am Rollen, und freue ich mich auch drauf, ich habe die Gegner auch gegrüßt, die haben auch zurückgegrüßt, dann könnt ihr euch in etwa schon vorstellen, was wir wieder für einen Clan vor uns haben, und bleibt einfach bei mir dran, ich werde noch bis zum Urlaub ein paar Videos bringen, und ein bisschen vorproduzieren, sodass ihr auch in meinem Urlaub ein paar Videos seht. Und bis dahin, euer Toto. Clash.